Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Roomtour. Naja, was heißt Roomtour? Ich sitze hier im Multicar. So groß ist der Room hier nicht. Aber ich stelle es euch trotzdem mal vor. Also fangen wir mal an hier. Mal die Tür aufmachen. Hier unten haben wir den Tacho. Hier elektrische Fensterhebe, Spiegelverstellung, ganz normal. Und bei dem alten wäre hier die Leier gewesen. Ja, hier vorne Drehzahlmesser, Tacho, ist eigentlich recht einfach gehalten. Hier ein paar Lüftungsschlitze, Schaltung, 5-Gang, Schaltgetriebe. Das ist eigentlich, ich habe jetzt schon viele Multicars gefahren. Diese Art Schaltung war da schon immer drin. Also vor 15 Jahren habe ich das erste Mal auf einem gesessen, das hat schon diese Schaltung gehabt. Jede Bedienung ist ein bisschen komfortabler geworden. Hier haben wir halt die Lüftung, hier wo es hinbläst, jetzt nur auf die Scheibe, hier Fußscheibe oder nur den Fuß. Hier stellen wir die Temperatur ein. Der hat ja sogar eine Klimaanlage. Hier Umluft oder Frischluft. Ja, hier oben, man erklärt sich von selbst, Warnblinker, Differentialsperre, das Licht, Nebelscheinwerfer. Was das jetzt hier zu bedeuten hat, die mit dem Motor, einmal der und einmal der, kann ich nicht sagen, weil ich hatte eigentlich keine Anweisung auf dem Auto. Wir fahren halt einfach und der Rest kriegt man so mit. Zur Pumpe, also ich drehe die Kupplung, schalte diesen Hebel hier, ziehe ich hoch und dann können wir ja mal hier die Zündung anmachen und sehen, ob es funktioniert. Gehen wir aus. Drücken wir die zwei. Ja. So, dann geht hier das grüne Licht an und dann funktioniert die Pumpe. Dann kann man von außen bedienen. Bedienung geht nur von außen und zum Ausschalten einfach den zack nach unten drücken. Jo. Das war's dann schon. Hier neben haben wir Steckdose. Das ist das, nennt man dreipolig. Zigarettenanzünder. So, hier in der Mitte haben wir Ablage. Je nach Aufbau hat man dann hier so ein, ja, sagen wir wie beim Schlepper, so ein Kreuzhebel, der links, rechts, vor, zurück geht, für die Fronthydraulik oder was auch immer. Hier haben wir Ablagefach. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, ist, wenn man jetzt hinten rausguckt, hier, das ist der Kühler. Also ich sehe hinten quasi den Haken nicht, ich sehe nicht, wo das Auto aufhört. Wenn ich rückwärts irgendwo an einen Container fahre, naja. Muss man vorher mal aussteigen und gucken, bevor man dagegen fährt. Ja, so viel eigentlich von hier innen drin. Achso, hier oben haben wir noch hier die Scheinwerferverstellung. Arbeitsscheinwerfer, Spiegelheizung. Was das ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es hier noch anscheinend eine große Möglichkeit, hier irgendwelche Schalter oder was auch immer nachzurüsten. Hier haben wir das Radio. An sich mit der Klimaanlage im Sommer auch recht komfortabel. Das alte hatte keine Klimaanlage, war halt ein bisschen warm, aber gut, das will man machen. Das ist immer so. Ja, und wenn wir jetzt mal rausgehen, ich hatte das ja schon mal gezeigt hier im Einsatz. Also Pumpe an, dann drücken wir hier on und dann kann ich hier mit plus minus die Drehzahl erhöhen. Hier haben wir die Bedienung für den Aufbau. Ja, da hat er jetzt Blutank, da ist der Öltank. Was gibt es hier sonst noch zu sagen? Hinten ein Haken. Hier haben wir den Dieseltank. Das ist halt der große Kühler. Das ist halt, der stört halt. Also, meine persönliche Meinung. Der stört halt von innen ein bisschen. Man sieht halt beim Rückwärtsfahren nicht wirklich so viel. Dann nochmal, ich hatte das in irgendeinem letzten Video schon mal angesprochen. Wegen der Zuladung von dem Auto. Ich hatte meinen Kollegen gefragt und er meinte, es wären 7,5 Tonnen. Das stimmt aber nicht ganz.
Ich muss hier nochmal schnell gucken. Ich habe nämlich hier im Schein geguckt. Und da steht drin, es sind 5,6 Tonne. Also ich bin auch der Meinung, die gibt es auch irgendwie als 7,5 Tonne. So war mein Kenntnisstand auf jeden Fall damals in der ganzen Landschaftsbaufirma, weil da haben wir Winterlinz mitgefahren, da war dann vorne Schneefluch dran und ja, was da so halt alles mögliche an Salzstreuer hin, was man da so braucht. Und die gibt es ja auch mit Auslegemulcher und also Mulika ist ja, ja vielseitig einsetzbar. Aber das ist dann nur ein 5,6 Tonner. Fronthydraulik haben wir nicht. Können wir gleich vorne nochmal gucken. Container fahren wir mit dem Auto 1,5 und 2,5 Kubik. Jeweils auch mit Deckel. Und ja, das wird allein gesetzt. Ich sag mal, wenn jetzt ein Kunde nicht viel hat und sagt hier, ich habe ein bisschen Bauschutt oder keine Ahnung, ein bisschen Grünschnitt, ein bisschen Erde, irgendwas. Mir reicht 1,5 Kubik. 2,5 Kubik stellen wir dann eigentlich nicht für Erde oder Bauschutt, jedenfalls nicht, wenn er voll gemacht wird, weil das wird einfach zu schwer, wenn man 2,5 Kubikmeter Erde hat. Und ja, dann sind wir ja da, was weiß ich, bei, je nachdem, wie nass oder trocken die ist, sind wir da bei 5 Tonnen oder so. Das wird ein bisschen arg. Aber ja, für enge Einfahrten oder wenn es irgendwo um die Ecke, hinter die Garage oder so, wo man mit sonst nichts hinkommt, hier das Mulika kommt hin. Dafür haben wir das und wird auch recht gut angenommen. Also ist fast jeden Tag im Einsatz das Auto. Ja, deshalb fahre ich jetzt auch mal wieder, weil waren zwei Aufträge hier, die jetzt abgefahren werden müssen und da bin ich mal abgestiegen. Fahre jetzt mit dem. Gucken wir vorne noch mal. Vorne haben wir nämlich nichts dran. Option besteht. Also da kommt dann die Hydraulik dran. Hier vorne sind dann die Löcher für die Ölanschlüsse. Und ja, der Sitz hier ist mechanisch gefedert. Aber soweit alles gut. Wie gesagt, vorne die Anschlüsse kann man alles nachrüsten, wenn man das will oder braucht. Und dann ist das Auto recht vielseitig einsetzbar. Ja, das war es eigentlich auch schon, kurz und knapp. Wie gesagt, wenn Fragen sind, schreibt es in die Kommentare und dann kann ich auch nochmal drauf eingehen. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zur nächsten Roomtour in einem der anderen Fahrzeuge, die wir noch haben und die ich noch nicht vorgestellt habe. In diesem Sinne, Oido.